Du machst die Ansage. Hallihallo, Hallöchen, liebe Castler, Castlerinnen und Domsianer. Hast du das ganze Fleisch rausgenommen? Ja, ich dachte, okay. Aber ich kann auch gleich wieder was. Ich schmeiß hier mal das Hühnchen rein. Ich hab schon was reingemacht. Achso, gut. Ja, noch von mir. Und herzlich willkommen zurück zum 1.7er Battle. Mit den üblichen Verdächtigen wieder dabei. Und genau. Wir sind immer noch hier. Wir sind hier und fleißig am Fleisch braten. Ja, total fleißig. Ja, also was mich jetzt echt interessiert ist, wenn ich Gegner killen will, bin ich auf dem Pferd im Vorteil? Sitze ich mal bitte kurz aufs Pferd, okay? Okay. Jetzt schlage ich dich, ne? Ja. Jetzt schlage ich das Pferd, okay. Ja. Also man kann durchaus im Vorteil sein, weil mit ein bisschen Glück, was? Mein armes Pferd. Ach. Das regeneriert sich wieder. Weil ganz im Ernst, mit ein bisschen Glück, ich finde, wir sollten immer auf Pferden kämpfen, weil mit ein bisschen Glück triffst du vom Pferd aus den anderen, während er dich nicht trifft, ne? Überleg dir das mal, das ist total gut. Und vor allem nimmt vielleicht dein Pferd Schaden, anstatt... Genau, anstatt, dass du Schaden nimmst, nimmt dein Pferd Schaden. Und lieber stirbt das Pferd, was wir uns neu holen können, als dass man selbst stirbt. Richtig. Genau. Oh, ich sehe schon so einen richtig starken Pferdeverschleiß. Ja, klar. Das sehe ich auch schon kommen. So, dann mache ich noch mein restliches. Du auch, okay? Ja. Also noch das Fleisch da rein. Ich setze mich auch mal auf mein Pferdchen. Ist viel gemütlicher. Als ja, schon. Auf scheiß Boden. Das ist wie so. Kennst du das, wenn du. Wie so auf Klappstühlen. Ich denke auch immer, LKW-Fahrer müssen sich voll cool fühlen. Weil ja, ne, die haben diese richtig elastischen Sitze da. Die so richtig schön federn. Du fährst über einen kleinen Snuppel und die federn so. Die wippen und du so richtig bist schön. Über dem ganzen Straßenverkehr. Genau, hast den totalen Überblick über alles. Ja, LKW-Fahrer haben schon ziemlich einen Scheißjob. Es muss schon ziemlich scheiße sein, wenn du dich an deinem Sitz aufgeilen musst. Das muss schon echt scheiße sein. Nee, keine Ahnung. Also, LKW-Fahrer ist nie so wirklich. War nie so wirklich ein Beruf, der mich irgendwie interessiert hat. Ja, es ist auch. Oder wofür ich mich. Also, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass mich der Beruf. Social Media Agent oder so interessiert. Mhm. Aber ich habe mich schon ein bisschen darüber informiert. Also jetzt nicht über Social Media Agent, aber es gibt ja so Leute, die machen viel mit Social Media. Es gibt da tatsächlich Berufe dafür. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie die heißen, aber dafür habe ich mich auch kurzweilig interessiert. Ja, bei LKW-Fahrern. Soll es nicht abwertend sein, um Gottes Willen. So, der Ofen ist fertig, dann baue ich den mal ab. Bei LKW-Fahrern gibt es ja immer das Klischee, dass die halt. Ja, das total assi fahren, ne? So, und irgendwie auch so nicht arg viel anderes hinbekommen als fahren. Und auch, dass es irgendwie ein schlecht bezahlter Beruf ist, was ja gar nicht wirklich stimmt. Ich kenne auch einen Kumpel, dessen Vater ist LKW-Fahrer, die können sich schon was leisten. Naja, sind halt so klischeebehaftete Berufe einfach. Ja. Das stimmt wohl. So, ich bin wieder am Ende. Ich will durch die Schlucht. Die Schlucht echt, aber da sind wir von oben ziemlich leicht angreifbar. Vor allem, wir können uns auf den Pferden nicht sneaken. Ne? Leute, hier geht rein. Oh Gott, absteigen und sneaken. Das ist nur ein kleiner Unterschlupf, das ist nichts, das ist gar nichts. War nur ein Nachtunterschlupf oder sowas. Oder nicht mal das. Egal. Alter, geh auf dein Pferd und schau dich vorsichtig um. Oder es ist einfach so reingespawnt beim Welt generieren. Ach, hier geht's in eine Höhle rein. Oh, hier ist Eisen. Und Kohle. Oh, Eisen. Wow! Alter. Was? Ich hab Schaden bekommen. Alter. Dieses scheiß Backen in dem. Wow! Fuck. Alter. Okay, auf Pferden sollte man nicht in Höhlen gehen. Geh da bloß weg, das macht mich gerade total nervös. Und raus. Okay. Du gehst, also wir scheißen auf die Kohle. Ja, können wir noch mitnehmen. Nee, komm, das lassen wir. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich, da gehen wir jetzt nicht rein. Oder sollen wir da rein farmen gehen und vielleicht Diamanten finden? Wir hätten natürlich ein Ultra, also wir haben jetzt irgendwie so den allgemeinen Konsens festgestellt, dass irgendwie nicht viele Diamanten auf dieser in den Höhlen vorhanden sind. Wir hätten einen Vorteil, Warum ist hier ein Zaunpfahl? Hier oben ist ein Zaunpfahl. Komm mal auf den Berg hoch. Siehst du mich hier oben? Ich bin da. Ach, lol, hier ist ein Zaunpfahl. Die waren hier definitiv. Vielleicht haben die auch irgendwo in der Nähe ihre Basis oder waren wir das? Nee, das waren wir nicht, ne? Wir waren auf einem anderen Berg. Wir würden vor allem das nicht mit Erde ersetzen. Das glaube ich auch. Wir könnten eigentlich reingehen, weil wenn wir einen Spawner finden mit Diamanten, hätten wir einen starken Vorteil. Allein schon durch Enchantment. Einen Spawner mit Diamanten? Hä? Nein, ja, ich meine Mob-Spawner, wo Kisten dabei sind. Sollen wir unsere Pferde hier oben anketten? Alter, Tim, hör auf damit, das macht mich wahnsinnig. Okay, gut, dann würde ich sagen, Ketten... Nee, oder wieder eingraben. Hier ein bisschen weiter hinten.
Echt eingraben? Du weißt aber schon, dass wir wahrscheinlich, wenn wir die eingraben, dann würde ich sagen, gehen wir ganz da nach hinten, ja, okay. An die Glaswand und machen das irgendwo da, weil wenn wir da wieder rauskommen, werden wir das ziemlich schlecht wiederfinden. Weil es kann ja sein, dass wir uns komplett woanders rausgraben, wenn wir in der Höhle sind, weißt du? Ja, okay. Okay, dann machen wir das so. Dann graben wir die am besten hier irgendwo an der Glaskuppel ein. Ja. Diese Glaskuppel erinnert mich irgendwie total an The Dome. Under the Dome, an diese Serie. Ja. Okay, dann... Erfolgreichste Serie überhaupt, ne? In Amerika. Echt? Ist die erfolgreich? Ja, die hat in Amerika so viele... Die soll mal weitermachen, ganz im Ernst. So viele Zuschauer wie keine andere Serie. Okay, das ist natürlich gut. So, bist du abgestiegen von deinem Pferd? Wo bist du denn? Ach, du bist da hinten. Ja, auf der Seite. Ja, ich dachte jetzt, wir graben die hier ein. Ja, können auch mal. Hier so einen kleinen, etwas größeren Tunnel hier rein oder so. Der muss ja... Nee, den machen wir nicht 3 hoch. Wir machen das einfach so ein paar Blöcke breit. Das muss nicht mal gut aussehen. Du sneakst dich, ne? Sneak dich doch, mein Gott. Nee. Sneak dich. Tim, wir sind... Wir müssen vorsichtig sein. Mann, komm hier rein, du Scheißpferd. Komm rein. So, okay. Wir brauchen noch einen Zaumpfahl. Oder wir machen die hier einfach so rein und buddeln die ein, oder? Backen die sich raus? Nein, eigentlich nicht. Also die sollten, Tiere backen generell nicht mehr so, sonderlich rum. Vor allem Pferde sollten eigentlich nicht mehr rumbacken. Das reicht, Tim. Komm, mach das. Nimm das Seil. Nein, kein Pfahl. Die backen sich nicht raus. Würde ich nicht sagen. Und selbst wenn, dann haben wir immer noch das Seil und den Sattel, oder? Okay, nimm doch den Sattel. Setz dich drauf und nimm den Sattel ab. So. So ist es fein. Und jetzt komm raus. Komm raus. Ach, bist du schon. Okay. Gut, ja, dann machen wir das hier so zu. Dann wissen wir, dass es da ist. Okay, dann gehen wir mal wieder dahin. Ich hoffe, wir finden das noch. Guck mal, du bist mit Rennen genauso schnell wie im Gehen mit den Pferden. Ja. Du bist generell eigentlich genauso schnell mit dem Pferd, wie wenn du rennst, ne? Ist dir das gerade aufgefallen? So schnell sind die eigentlich doch nicht. Wenn man rennt, ist man genauso schnell. Ah, es macht halt dieses Galoppiergeräusch und das fühlt sich schon echt cool an. Das fühlt sich, nur das Galoppiergeräusch lässt es einen schneller aussehen, das ist es. So, ich baue mich jetzt einfach hoch. Und weil es halt immer so zieht. Genau, es zieht und es ist schon ein geiles Gefühl, auf dem Pferd zu sitzen. Ja, muss ich schon sagen hier. Nein, aber das ist es jetzt natürlich nicht. Gut, haben wir irgendein Thema? Leider nicht, ne? Deshalb würde ich sagen, also wir sollten mal eine Hülle suchen. Okay, rede du. Was hältst du... Komm hier mit. Weil ich muss jetzt hier ein bisschen Taktik besprechen, ne? Taktik, ja. Was hältst du von den Leuten, die so diese Blockschläge machen? Ich habe es früher nie gemacht, aber mittlerweile mache ich das auch und es bringt sogar eine ganze Menge. Okay. Du, in dem Moment, in dem dich halt jemand trifft, und das ist statistisch gesehen sogar sehr häufig, während du halt blockst, ne? Und das ist halt immer dann, wenn du genau nicht schlägst für eine kurze Zeit. Also es macht schon bestimmt so ein Viertel oder ein Viertel bis ein Fünftel, trifft dich halt jemand, während du gerade blockst. Und durch das Blocken bekommst du etwas weniger Schaden. Das macht schon einiges aus. Also immer quasi abwechselnd blocken und schlagen. Ja, beziehungsweise die beiden Maustasten einfach wie ein Behinderter gleichzeitig klicken. Das mache ich auch schon etwas länger und es bringt wirklich einiges. Weil wenn du solltest es aber halt wirklich nur dann machen, wenn du auch wirklich eingeengt bist. Wenn du auf jemanden zurennst und ihn dann schlagen willst, weil du dann langsamer bist, genau. Wenn du jetzt auf jemanden zurennst und der steht und der ist von der ungünstigen Position immer schön von der Seite anrennen und den dann hitten und am besten immer so hitten, dass er von dir weggehittet wird und sich immer so ein bisschen dreht. Weil indem er sich dreht, kann er dich gar nicht mehr richtig gut treffen. So, hier geht's tiefer runter. Und hier ist Ende Gelände. Da hau ich ja schon sehr jemand. Komisch. Irgendwie. Ja, das ist sehr komisch. Das Blockhitten ist ziemlich komisch. Aber wenn du es gut machst, dann bringt das schon einiges. Lass uns gerade mal hier den anderen Weg noch erforschen. Ich mach's wahrscheinlich selbst gar nicht mal so gut, aber ist jetzt eigentlich auch egal. Ich wollte es halt nur demonstrieren gerade. Noch. Och. Da mache ich mich wieder selbst viel zu sehr runter. Und ich wette, hier ist einfach mal gar nichts. Das war so unmöglich. Da sind einfach deine Ansprüche an die Welt. Viel zu hoch. Viel zu hoch. Wie ein sehr berühmter Let's Player mir schon einmal sagte. den ich nicht ernst nehmen kann. Und niemals ernst nehmen werde. Den kann man aber auch nicht ernst nehmen. Ich meine, der sieht schon so komisch aus. Ja, der Beruf, den er ausübt, ist auch schon ziemlich komisch. Alles sehr, sehr komisch. Eine sehr, sehr, sehr wichtige Gestalt. Alles, ja. Nee, gut, hier ist aber auf jeden Fall noch Eisen. Eisen, ne? Ich denke, wir gehen einfach raus, oder? Ja. Wir gehen raus, holen uns die Pferde. Sollen wir die zurückbringen oder einfach weiter Ausschau halten?
Ja, an Eisen haben wir echt keinen Mangel. Genau. Nee, gut, dann gehen wir zurück und schauen wir einfach mal aus. Schauen noch Gegner. Die sollten ja eigentlich jetzt mittlerweile auch alle draußen sein, oder? Ja, nehme ich mal. Also ich meine, okay. So viel gibt es ja nicht zu tun. Gibt es tatsächlich nicht, Tim. Außer das Einzige, was ich dich bitten möchte, in einem Kampf, schlag niemals mich oder so und renn mir auch nicht vorne her. In einem Kampf sollten wir uns ein bisschen zerstreuen, aber dennoch immer auf einen Gegner gehen. Die kapseln sich dann ab, weil der andere Angst hat, weißt du? Ja, okay. Wir suchen uns immer ein Opfer aus, aber wir müssen den immer von zwei verschiedenen Seiten angreifen. Niemals irgendwie von der gleichen, weil dann schlagen wir uns eher selbst, anstatt den Gegner. Das ist ganz wichtig. Okay. Das wäre mir vor allem sehr, sehr wichtig. Okay. Das ist gut, dass ich jetzt auch mal hier so ein bisschen Battle-Taktik lerne, weil mit Felix damals in der letzten Staffel, das war eher und so ein Jubeltrubel. Und halt immer aufpassen, ne? Das ist auch ganz wichtig. Also, wenn du, schau dich halt immer ab und zu auch rum und schau immer ab und zu nach hinten. Ich spiele auch sehr lange selbst kein Minecraft mehr, also ich habe das wahrscheinlich auch schon ziemlich verlernt. Sagt man, in welche Richtung laufen wir eigentlich? Müsste hier nicht irgendwo die Kuppel sein oder laufen wir gerade total falsch? Die Kuppel war da lang. Also waren da hinten unsere Pferde, oder, ne? Oder wollen wir die da lassen? Nee, die Pferde so lassen wir jetzt nicht da. Sei mal kurz leise. Hast du gerade irgendwas abgebaut? Ja. Okay, gut. Schlag doch nicht so wie ein Behinderter, während du rennst. Ich lache mich da immer so kaputt. Ach ja, und wenn du schlägst, ne? Klickst du immer nur so lange, bis das Schwert wieder zurückgeschält ist oder klickst du drauf wie ein Behinderter? Ich klicke drauf wie ein Behinderter. Das solltest du auch machen, weil ich habe das früher nie gemacht, weil ich dachte, es bringt immer nur dann was, wenn das Schwert auf einen zuschlägt, also wenn es zurück ist, dann wieder neu drauf zu schlagen, aber das ist total falsch. Je mehr du klickst, desto öfter schlägst du auch. Ich mache dann einen auf hier so E-Sports, LOL, Starcraft-Spiele mit 400 Klicks die Minute. Okay, ich habe schon verstanden. Und was auch sehr wichtig ist, wenn du auf jemanden drauf springst, ja, wenn du jemanden bekriegen willst, spring. Immer schön springen. Vor allem, wenn du Blockhitten machst. Während du Blockhitten machst, auch immer schön springen. Du machst mehr Critical Hits. Gut ist ja. Das Beste, was du machen kannst, wenn du eingeengt bist, ist springen und Blockhitten gleichzeitig. Aber auch wenn du auf jemanden zurennst, mach die Schläge am besten immer dann auch, also versuch es, nicht weniger schlagen, aber versuch die Schläge dann zu machen, während du auf einen drauf springst. Und versuch einen immer auf die Füße zu treffen, weil indem du den auf die Füße treffen willst, anstatt auf den Kopf, ist auch die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du ihn trotzdem halt irgendwo an der Brust oder so triffst. Und wenn es geht, versuch ihn von unten anzugreifen. Wenn er höher steht, jetzt stell dir vor, du stehst hier, komm mal hier, auf den roten Block. Der kann dich nicht so gut treffen. Du hast von unten eine weitere Range. Stell dich mal da drauf. Jetzt versuch mal mich zu schlagen. Du kommst nach hinten und ich kann mich hier einfach nach vorne pressen, weißt du? Das ist sehr praktisch. Du kannst mich auch nicht so gut treffen, weil ich kann eher deine Füße treffen und du kannst nur meinen Kopf treffen. Das ist ein bisschen schwieriger für dich. Wenn ich dich einmal getroffen habe, dann kannst du mich nicht mehr so gut treffen. Das ist auch wichtig. Ja. Das wollte ich gerade sagen, dass ich mal gehört habe, dass es mehr bringen soll, quasi auf den Unterkörper zu schlagen. Genau, das sowieso. Okay. Und indem man das halt so macht, dann kann ich selbst halt auch deinen Unterkörper viel besser treffen und du kannst nur meinen Kopf treffen. Es geht gar nicht anders für dich. So, ich setze mich. Na, komm her, Pferdchen. Sattel. Okay. Und raus hier. Oh Gott, ich muss das hier noch abbauen. Ja, bau das doch hier. Ah, geh doch nicht in mich rein, wenn ich das abbaue. Mein Pferd macht das. Ja, dein Pferd. Sag das macht mein Pferd. Ja. Glaube ich dir nicht. Doch, glaub mir doch mal. Okay, schnell da raus. So, und jetzt komm an dann, du scheiß Pferd. Das ist schlimm. Das haben die echt nicht gut gelöst, dass man dann irgendwie in der Wand rumbackt. Die können sie ja so machen, dass man dann da nicht durch kann. Aber nö, wir sind Mojang. Das wäre eine Idee natürlich. Das wäre eine Idee, aber die Umsetzung ist die andere. Oh, jetzt guck bist mal du hier so. Ja, ich bin. Ja. Hä, wie? Ich bin hier, an diesem Landstrich. Ich bin an der Kuppel weitergelaufen. Ja, du stehst gerade bei mir vor der Höhle. Ich setze mich nochmal ab. Sitze ich jetzt wieder woanders bei dir, oder? Ja, jetzt bist du wieder weg. Okay, lauf einfach geradeaus von da aus, wo du. Genau, einfach geradeaus laufen. Ah, da bist du. Ja, ich sehe es gerade. Die Pferde backen tatsächlich so wie die Boote früher. Was sehr komisch ist, weil wir spielen auf dem Minecraft Vanilla Server. Das ist der originale Minecraft Server. Weil wo ich das herkenne, ist, dass halt die Boote backen, das hatten wir schon öfters in manchen Staffeln, dass die Boote einfach rumgebackt haben, dass wenn sich jemand draufgesetzt hat, der Spieler da noch saß und das Boot weitergefahren ist. Sie ist ja ein sehr verführerischer Ort für eine Basis, ne? Ziemlich, ne? Ziemlich cool eigentlich. Vor allem, man kommt ja auch gar nicht so leicht hin. Nee, und das ist so schön abgeschieden. Sich halt, ach, da hinten ist ja nichts. Da hinten ist eh nichts mehr, da geht's nicht mehr weiter. Und genau hier könnte man eine Basis machen, so richtig schön am Rand. Aber ich würde sagen, wir behalten unsere eine erst da noch, oder? Ja, klar. Genau, wir gehen mal weiter und halten weiter Ausschau nach den Gegnern. So. Damit wir hier mal relativ bald ein bisschen Action haben.
Es ist ja sonst auch langweilig hier. Also für nächste Staffel haben wir uns was ziemlich Schönes überlegt. Oh Gott, das mit dem Essen ist echt die Höhe. Wie viel Essen ich einfach verliere. Ja, es ist schon echt so ein bisschen krass, ne? Ja, ziemlich krass. Es gibt ja Mods dafür, dass man quasi schneller Essen verliert oder realistische Essen verliert, aber das haben wir gar nicht nötig. Das ist realistisch genug hier, muss ich schon sagen. Ja, ich bin auch ständig am Hungern. Oder schnell genug. Wir hungern hier die ganze Zeit noch rum. So, jetzt geht... Och, schwimm doch ans Land, du Pferd. Komm, komm, komm. So, okay. Okay, man ist, glaube ich, mit dem Pferd doch ein bisschen schnell. Der Enderman hatte ich. Oh Gott. Renn um dein Leben. Oder komm hier ins Wasser. Genau, komm ins Wasser. So, ich glaube, mein Pferd braucht Essen, weil es regeneriert sich nicht mehr. Es regeneriert die Herzen nicht mehr. Warum tut es das nicht? Dann isst doch einfach mal was auf dem Pferd. Das bringt, glaube ich, gar nichts. Nee, das bringt nichts. Dann esse ich selbst was. Naja, ich glaube, das muss ich echt mit den Karotten machen. Oder mit Äpfeln, ich weiß es nicht. Ich muss mich mit dem Pferd mal ein bisschen einlesen. So, dann... Lass uns mal wieder hier zurück, oder? Genau, gehen wir mal wieder da lang. Da hinten war ja jetzt Kuppel, das bedeutet, wir müssten eigentlich hier so in die Richtung. Zum Spawn, genau. Dann können wir nochmal vom Spawn in eine andere Richtung. So, pass auf, Creeper. Kohle? Oh, was ist... Ja, da ist Kohle. Hast du gesehen? Folge. Schon wieder zu Ende, Mann. Ich habe selbst eine Stoppuhr, Yannick. Ich mache die Folgen bewusst mal ein bisschen länger. Ja. Weil ich das nicht mag, wenn die so exakt bei 15 Minuten zu Ende sind. Das ist irgendwie blöd. Aber gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier an dieser Stelle mal wieder die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ich sage an dieser Stelle auch mal tschüss. Ciao. Tschüss.